Today my father is driving me to my swimming lesson. He's speaking to me, but I'm not answering. A ball of anguish is lodged in my throat and stops me from speaking. It feels like somebody is crying inside my chest. From up here, I can hear them laughing at me. A storm awakens itself in me. My lungs fill with an immense sea of sorrow. I fall, I dive, and I depart. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Iris and the Giant heißt es. Und ich habe das Spiel geschenkt bekommen, und zwar, beziehungsweise, was heißt geschenkt bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar wurde ich von der Indie-Game PR-Agentur Future Friends and Games angeschrieben und gefragt, hast du Bock, ne, würdest du das Spiel spielen und hast du Bock darauf? Und ich sag, ja, habe ich. Ich find's geil. Ich finde, das war schon echt cool. Spielermodi, klassisch? Okay. Neues Spiel. Ich sage einfach klassisch, würde ich mal sagen, oder? Mach mal das Normale. Nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Ich weiß nämlich nicht, worauf es hier ankommt gerade. Das Abenteuer von Iris ist herausfordernd, aber nicht zu schwer. So sollte das Spiel klassisch gespielt werden. Okay. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Iris and the Giant. Wurde von Louis Rigaud entwickelt. Und soweit ich weiß, geht es jetzt um ein Mädchen, das sich in seiner eigenen Fantasiewelt. The Ferryman of the Styx. River that separates the real from the imaginary. It's funny. I no longer feel fear, but I know I am here to face my demons. Ja, die sich ihren Dämonen stellt. Okay. Ah, ich finde das Grafik voll schön. So, bevor es losgeht, sind hier ein paar Tipps. Das ist sehr gut. Jede Runde ziehst du 4 Karten und du musst eine Karte spielen. Spiele die Axtkarte, um alle Dämonen vor dir zu treffen. Okay. In jeder Runde greifen die Dämonen an. Schwertkarten können in derselben Runde gespielt werden. Spiele jetzt 3 Schwertkarten. Achso, ich muss erst draufklicken. Ah, hier sind meine Karten, die ich habe. Okay. Berühre die Treppe, um die nächste Ebene zu gelangen. Habe ich. Ui. Berühre die Kristalle, um sie aufzuheben. Sie helfen dir dabei, besondere Karten zu erhalten. Öffne Truhen, um neue Karten zu finden. Das Öffnen von Truhen beendet deine Runde nicht. Wähle ein Kartenpaket. Was ist das? Ein Gegner von mir angreifen. Ich kann ein weiteres Schwert spielen, wenn ich eins auf der Hand habe. 5 Schwerter. Alle Gegner in der ersten Reihe angreifen. Gesamten Willen wiederherstellen. Ich kann erneut spielen. Ein Gegner angreifen. Ich weiß nicht, ob ich die Äxte oder die Schwerter nehmen soll. Ja. Aber wie machst du das jetzt? 1. Habe ich. Wie kriege ich das jetzt? Ach, da unten. Ach, ich muss 2 wählen. Ja gut, dann nehme ich doch die. Hier hast du deine Tasche. Hier kannst du deine Tasche öffnen, um zu sehen, welche Karten übrig sind. Aber pass auf, wenn deine Tasche leer ist, verlierst du das Spiel. Diese Truhe enthält wertvolle Karten. Ich muss... Okay. Jeder besiegte Dämon gibt dir einen Stern. Hier siehst du die Sterne, die du finden musst, um stärker zu werden. Ich muss 9 finden. Okay. Jeder besiegte gibt dir einen Stern. Okay. Du brauchst noch 9 Sterne für deine Persönlichkeit. Dämonenangriffe reduzieren deinen Willen. Sei vorsichtig. Wenn dein Wille auf 0 sinkt, verlierst du das Spiel. Ich hab noch 30.
Spiel ab hier allein weiter. Setze deine Karten strategisch ein und erreiche die Treppe. Wo ist die Treppe? Ach, da. Okay, hier würde ich die Axt tatsächlich machen. Nicht frech werden. Oh, dann nehme ich doch hier. Ja, ich habe die Karte. Wird mein Willen immer... Jeder Besiegte gibt hier einen Stern. Die Frage ist, wird mein Willen jetzt wieder noch weitergemacht? Also, pumpt er sich wieder auf? Oh, nein. Tut er nicht. Jetzt wird's hart. Miau. Sieht mir ziemlich hart aus. Was passiert? Oh, ich bin aufgestiegen. Deine Sterne kannst du in einer Eigenschaft verbessern. Optimismus? Wenn ich einen Kristall aufhebe, erhalte ich einen Willenspunkt. Auf jeder Ebene finde ich einen weiteren Kristall. Ich öffne diese Truhe sofort. Auf jeder Ebene sind zwei Dämonenzeher, bringen aber drei Sterne. Eine Schildkarte schützt mich drei Runden statt zwei. Ich erhalte sofort ein Schild für zwei Runden. Ich nehme die hier. So einfach. Wow, nein! Ich bin gestorben. Oh. Fail. Spiel vorbei. Okay. Du kannst 20 Sterne. Du hast 20 Sterne gefunden. Hier sind deine Belohnungen für das nächste Spiel. Was ist das? Du hast gerade 6 Karten der Kategorie Donner für das nächste Spiel gewonnen. Okay. Nein, wir machen weiter. Ach, ich muss immer wieder ein neues Spiel. Imaginäre Freunde. Du wirst diesen imaginären Warte irgendwann bald finden. Freunde unterstützen, die dich im Kampf. Okay. Starten. Das überspringen wir mal. Ah, okay, okay, okay. Jetzt kommt nochmal das Tutorial. So funktioniert das Spiel. Erst die Dinge. Dann greifen die mich an. Dann habe ich aber drei Schwerter und Schwerter kann ich immer zücken. Dann muss ich die zur Treppe hoch. Ach so, so. Ich glaube, wir werden noch ein paar Mal Game Over gehen, weil ich weiß nicht, ob ich so strategisch klug bin. Dann wurde ja gesagt, ging das jetzt hier mit den Kristallen. Dann die Truhe. Was ist das? Ein Gegner zu mir ziehen. So. Ne, da sehe ich meine Karten, die ich habe. Da, die ich noch für mein Dings brauche und mein Bums. Und mein Willen. Warte, ich dachte, ich kann hier sofort. Ich kann nur die in der ersten angreifen. Okay. Den kann ich den sofort. Hallo? Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Okay, krass. Also die Willenskarten sind sehr wichtig. Bis zur dritten sind wir ja schon gekommen. Jetzt sieht es hier auch ganz anders aus. Was ist das? Ein Dolch fügt einen tödlichen Treffer zu. Aufgestiegen. Ja, wir erhöhen natürlich meine Dings. Oh,
B. Ach, die muss ich zweimal angreifen, weil die ja so Schilder haben, sieht man. Oh, shit. Nicht sterben, Mädchen. Warte, warum konnte ich denn jetzt Dings nicht angreifen? Mir reicht. So. Du kommst weg. Was bist du? Du hast einen größeren Dämon besiegt und findest eine deiner magischen Kräfte. Geil. Zu Beginn jeder Ebene erhältst du zwei Schwertkarten. Ich kann alle Pfeile in meiner Hand spielen. Außerdem erhalte ich bei jedem einen Pfeil. Wenn ich eine Zuversichtskarte spiele, wird sich in eine Flammkanne diese Runde spielen. So, Cat got your tongue? I will have to give you a failing grade. If all you're going to do is cry, you might as well sit back down. Eine miese Erinnerung. Am I in one of my dreams? The labyrinthine maze of my imagination. With my will as my only guide. Hier ist erstmal die Dings. Alle Angriffe zwei Runden lang blockieren, finde ich sehr gut. Dann nehmen wir uns noch ein paar. Wow, was war das denn jetzt? Ich hätte ganz gern hier so ein Feuerding tatsächlich. Bam. Oh, Willen brauche ich auf jeden Fall. Wie kann man das denn loswerden? Nee, die gebe ich mir noch auf. Was passiert? Ach, ich bin wieder aufgelevelt, okay. Kühnheit. Nee, Kühnheit möchte ich ungern. Noch ein bisschen mehr Dings wäre nicht schlecht. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich will es nicht versauen. Oh, da kommt eine ganze Menge auf mich zu. Die sind alle gepanzert. Macht das alle Gegner in der gleichen Art niederstrecken. Was? Ach, das war Dings, okay. Ho, 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 ho. Sagst du nicht mehr, ne? Wieso darf der denn nochmal angreifen? Lass mich erstmal blocken. Die sind aber nicht gepanzert. Dieses Skelett besitzt schreckliche Kräfte. Es ermöglicht einen Gegner zweimal anzugreifen. Bäm! So sieht's aus. Was ist das? Du hast einen größeren Dämon besiegt und findest. Du beginnst mit zwei Schwertkarten.
Wenn ich meine Peitsche einsetze, stehle ich eine Karte. Diese Fähigkeit betrifft keine Gegner der ersten Reihe. Jetzt sind wir schon auf Level 6. Immerhin. Die kann ich nicht blocken. Was ist das? Anhalten. Ich könnte sie mit einem Tritt zerstören. Die haben mir Karten geklaut. Was passiert? Ich finde das mit dem Donner halt gar nicht so schlecht. Wähle zwei Pakete. Du kannst deine Sterne in deine Eigenschaften. Was haben wir denn hier nochmal? Wenn ich einen Kristall aufhalte, ich zwei Willenspunkte auf. Also ich komme da nicht ran, ne? Kann ich da hinschießen? Nein! Das war nicht geplant so. Den muss ich noch. Ich wollte das Ding halt noch haben, tatsächlich. Das scheint nämlich Erinnerung zu sein. She's an idiot. She can't even defend herself. See? Stupid, 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 stupid. Oh. Also ich fühle mit Iris auf jeden Fall. Frag mich, wie viele Ebenen es gibt. Okay. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn ich... Alle Miezekatzen! Ja, das machen wir gleich nochmal. Geil. Warte, machen wir das Gold kaputt. Die Donnerkarten sind ja voll geil. Was? Achso, die hatte wahrscheinlich ein Schild. Entschlossenheit. Erhalte einen Willenspunkt für jeden Dämonen, der mit Schwert, Dolch, Axt oder Feuer erlegt wurde. Willenspunkte und die. Ah, der hatte noch. Wenn du weniger als 10 Karten hast, solltest du überlegen, eine Truhe zu öffnen. Jetzt wird's heiß. Also erstmal nehmen wir die hier. Dann nehmen wir den Donner. Du würdest nur eine. Du würdest zwei. Ne, drei sogar. Ich habe das hier hinten nicht gesehen. Dann kriege ich mal hier kurz Verteidigung. Ich bin von Kummer erfüllt, durch die verliere ich 5 Willenspunkte. Ach du Gott. Ich habe keine Angriffskarten. Sehr schlecht. Das waren diese komischen Kummerdinger, ne? Ah, hier, ich muss noch die Karte. Das brauche ich.
Verdammt. Du hast 98 Sterne. Hier sind deine Belohnungen. Sehr schön. Ah, ich habe einen Freund. Du hast einen neuen imaginären Freund gefunden. Du musst folgende Herausforderung abschließen. Erreiche Ebene 7. Okay, du hast gerade 6 Karten in der Kategorie Stehlen für das nächste Spiel gewonnen. Du kannst diese Belohnung gegen eine andere zufällige Belohnung tauschen. Du hast eine neue magische Karte freigeschaltet. Du nimmst sie mit ins nächste Spiel. Wenn ich eine Peitschenkarte spiele, ziehe ich 2 Karten. Meine Peitsche greift die Gegner in der ersten Reihe an. Du hast gerade 6 Karten in der Kategorie Bombe für das nächste Spiel gewonnen. Du kannst diese Belohnung gegen eine andere tauschen. Geil. Ja, Erinnerungen. 2 Erinnerungen schon. Ich kann 2 Erinnerungen wählen. Erinnerungen sind dauerhafte Vorteile, die mir beim Spiel helfen. Ich finde Stehlen Karten in Truhen. Von meinen Gegnern zu stehlen ist die einzige Möglichkeit, mächtige Karten zu erhalten. Auf jeder Ebene trägt ein Dämon eine goldene Sanduhr auf dem Kopf. Wenn ich ihn besiege, erhalte ich eine Bonusrunde. Zu Beginn jeder Ebene erhalte ich die Hälfte meiner maximalen... Das finde ich auf jeden Fall gut. Wenn ich einen tödlichen Treffer erhalte, gehe ich in die Knie, statt das Spiel zu verlieren. Ich muss den nächsten Angriff überleben, um wieder auf die Beine zu kommen. Und das. Geschenke. Imaginäre Freunde. Ich muss Ebene 7 erreichen. Okay, überspringen wir das Ganze und gehen nochmal. Kann man das Tutorial bitte überspringen? Ich glaube, wir werden noch sehr oft sterben. Ja, Einführung überspringen. Und dann sagt er mir eigentlich, dass ich das spielen kann, so. Aber voll cool, dass man mit den Erinnerungen sich dann auch so ein bisschen machen kann. Die rutschen vor. Dann hätte ich ganz gerne Zeitstopp und das Ding. Blockieren für 2 Runden. Ich glaube, die Bombe hebe ich mir noch auf. 5 Gegner in Form eines Kreuzes angreifen. Erreicht die Explosion mich, verliere ich 5 Willenspunkte. Dann gucken wir mal, wann ich diese Bombe einsetzen kann. Ob ich das denn in der zweiten oder dritten Reihe denn schmeißen kann. So, jetzt mal überlegen. 5 Gegner in Form eines Kreuzes. So, ne? Verteidigung, bitte. Kann die hier hin? Und es hat mich auf jeden Fall noch gestärkt. Sobald ich 12 Karten gespielt habe, kehrt die gespielte Karte in meine Hand zurück. Cool. Das klingt doch sehr gut. Wow. Komm mal klar auf dein Leben. Ich hab so einen Stern wieder. Du hast einen größeren Dämon besiegt. Was ist das? Meine Tasche ist besser geschützt. Weniger stehlen. Monster, die meine Ex überleben, sind 2 Lungen dran betäubt. Ich finde beides hier ganz cool. Ich mach das hier. Ich will nicht beklaut werden. Das kennen wir schon. Jetzt wird's dunkel. Was haben wir denn so Schönes? Ich kann maximal immer 3. Aber dann geht der Dings kaputt.
ich muss nicht alle besiegen. Ach, warum sagt das Spiel das denn? Ich muss einfach nur die Treppe. Ich dachte, ich müsste mal erst alle besiegen, bevor ich die Treppe nutzen kann. Das ist ja gut zu wissen. Weißt du was hier? Stehen wir deine Karte weg. Ach, dass der Dings hat. Gieß mir da hinten auf den Sack. Nein! Nein! Moment! Oh, ich dachte schon, jetzt bin ich wieder gestorben. Oh, Gott sei Dank. Wo wird die Treppe sein? Da. Oh, du bist schon härter. Noch eine. Ah, nein. Wir werden sterben. Wir werden schon wieder sterben. Ach, verdammt. Mit Pfeilen kannst du teilen sich. Meine Pfeile teilen sich und treffen zwei Gegner, die nebeneinander stehen. Diese Fähigkeit betrifft keine Gegner in der ersten Reihe. Ja, der boxt mich jetzt und dann ist vorbei. Obwohl, nein, ich kann ja einfach weiter. Und jetzt müsste ich ja zur Hälfte wieder hochgeheilt werden. Genau. Wir sind alle nicht so viel. So. Wow! Riesenexplosion hier. Der ist eigentlich unwichtig. Ach, shit! Ich hab mir meine Karte weggenommen. Ja, bringt mir jetzt auch nicht viel. Hahaha, tot. Ah, verdammt! Hier sind deine Belohnungen. Du hast einen neuen imaginären Freund. Du musst aber Herausforderungen abschließen, auf Ebene 8 zu kommen. Ohne Erinnerung zu nutzen. Entferne deinen Erinnerungspunkt aus dem Startbühne. Ich will aber nicht. Du hast eine neue magische Kraft gehalten. Du nimmst sie mit ins Spiel. Ich kann mein Schild wie einen Diskus werfen. Er prallt von meinen Gegnern ab und trifft dabei jeden zweiten Gegner. Ich kann eine weitere Spielkarte. Okay, ich habe aber schon 21% geschafft. Immerhin. Aber null Freunde. Gut. Witzig. Nein, 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 nein. Zurück, 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 zurück. Nein, 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 nein. Zurück. Gut. Ich werde jetzt den ersten Part hier beenden. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich bin jetzt schon begeistert von dem Spiel, weil ich mag die Grafik, ich mag das so mit dem Strategischen, auch wenn ich da nicht so vielleicht gut bin, aber okay. Wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen, auf Wiedersehen und bye bye.